Alarm, Alarm, das ist keine Übung. Es ist wirklich Homeworld 3 hier auf meinem Bildschirm. Und ich, Dennis, bin schon komplett aus dem Häuschen. Weil Homeworld, Leute, Homeworld. Ich weiß, vielleicht sieht das nicht jeder so wie ich, aber für mich ist Homeworld eine der besten Spielereien aller Zeiten. Ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe Sci-Fi, ich liebe Homeworld. Echtzeitstrategie in 3D im Weltall, wunderschön, tolle Story, tolle Musik, tolle Artworks, alles daran ist super, alles daran ist nahezu perfekt. Beim zweiten Teil gibt's vielleicht ein, zwei kleine Kritikpunkte, wer mein Let's Play dazu gesehen hat, der kann vielleicht auch erraten, welche ich meine. Ich sag mal, unfaire Missionen und so weiter gibt's schon an ein, zwei Stellen, aber grundsätzlich ist die gesamte Homeworld-Reihe wirklich Chefskiss, ganz toll. Gibt's auch hier komplett im Kanal zu sehen. Homeworld 1, Homeworld 2 und Deserts of Karak, das Boden-Spin-Off sozusagen, das auf einem Planeten spielt, könnt ihr euch anschauen. Was ist das jetzt? Das hier ist die Demo zu Homeworld 3 von Blackbird Interactive, die auch schon Deserts of Karak gemacht haben und das Homeworld Remaster und Homeworld 2 Remaster natürlich. Für Gearbox. Ja, das hier ist die Demo. Die ist im Rahmen des Steam Next Festivals erschienen und ich nehme an, man kann da jetzt ein Gefecht durchführen. Ich glaube, die Kampagne ist da nicht drin. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt, der irgendwas zum Thema Geschichte von Homeworld erzählt. Wir können ja gleich mal draufklicken. Ich würde sagen, bevor ich jetzt lange weiterrede, jeder, der was über Homeworld erfahren möchte, der guckt eines meiner vielen Let's Plays hier im Kanal zu der Serie. Und ja, wer nichts weiter wissen will, der schaut jetzt einfach zu. Und wir gucken jetzt mal, was hier in dieser Demo drin ist. Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe sie vor einer Minute, zwei Minuten zum ersten Mal gestartet und ausschließlich bisher den Sound eingestellt. Es ist gut, dass ich das sage, weil dann habe ich jetzt die Chance, hier nochmal kurz in die Einstellung zu gehen und zu schauen, dass wirklich alles auf episch steht. Und die Raytracing-Schatten, die können wir sicherlich auch noch anschalten. Ich habe schließlich eine gute Grafikkarte. So, was sagt die Geschichte von Homeworld? Ja, das erklärt tatsächlich einfach nochmal die Story. Mal gucken, in welcher Form sie das machen. The barren desert planet, Karak. Home to a resilient but divided people, known as the Kushan. They fought over resources under a burning sun for thousands of years. Everything changed when Rachel Sajet discovered something buried deep beneath the unforgiving sands. An ancient technology that would allow the Kushan to escape their dying world. A hyperspace core. And with it, a map that pointed the way to the true home of the Kushan, Igara. The Kushan put aside their differences and for 100 years worked together to construct a grand mothership that could transport 600,000 Kushan to Igara. Karen Sajet, Rachel's descendant, volunteered to be bound, body and mind, to the mothership and become its navigator and fleet command. But the efforts of the Kushan did not go unnoticed. The Daidan Empire, a powerful enemy who had exiled the Kushan to Karak 4,000 years ago, took swift and devastating action. While Karak burned, Karen rescued all that remained of her people. But instead of fleeing into the dark, Karen turned the mothership into the tip of a spear. A spear aimed directly at Igara. In the war that ensued thereafter, Karen's fleet emerged victorious. The Taidan Empire was shattered, and the Kushan reclaimed their homeworld, becoming Higarans once more. Just as Rachel discovered a hyperspace core, Karen learned of the existence of two others. The first of these was gifted to Karen by the Bentusi, an ancient race who called no planet home
and live only among the stars. The final core was won by Karen upon defeating the Vager, a vicious foe who sought to control the cores at any cost. Karen united all three cores aboard the legendary progenitor mothership Sajuk. And in doing so, unlocked a vast hyperspace gate network, enabling interstellar travel for all. Trade and culture spread effortlessly between the stars. Population centers grew in places previously inaccessible, and the galaxy was united in peace. Thus began the Age of Sajet. But deep in the Outer Rim lurked a region of space from which no ship ever returned. It became known as the Anomaly. Gates in this area were erratic, dangerous. Thousands of lives were lost. Eventually, these gates went completely dark, and the Anomaly spread. Karen Sajet, aboard a new mothership called the Kar Sajuk, was sent to find the source of the Anomaly. Stop it. She never returned. 20 years later, the burden falls to Karen's protege, Imogen Sajet. Okay, das war super, weil in der Kürze und in der Konzentriertheit hätte ich das jetzt auch nicht wiedergeben können. Ja, jetzt haben wir die ganze Geschichte in sehr kompakter Form nochmal gesehen und werden dann jetzt mit einer weiteren Nachfahrin von wieder mal den Sajets. Also ich meine, die Familie wirklich, die zieht sich durch und es sind immer die Frauen, die Männer sind egal. Werden wir hunderte Jahre später nach der Entdeckung des ersten Hyperraumsprungkerns wieder mal ins Weltraum, in den Weltraum aufbrechen, um ihn zu erkunden, um diese unerforschten Regionen dort zu erkunden. Aber nicht heute. Heute spielen wir erstmal die Kriegsspiele-Demo. Kann ich ja mal probieren, eine eigene Lobby anzulegen. Sonst muss ich tatsächlich ein Online-Spiel spielen, was auch okay wäre. Aber ich würde halt ganz gerne erstmal das Spiel ausprobieren. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Also Kriegsspiele-Spiel-Lobby. Das ist meine Angriffsflotte. Das ist alles noch gesperrt hier. Das kann man wahrscheinlich dann nach und nach freischalten. Verschiedene Flotten. Okay. Kann man irgendwie Gegner einstellen oder sowas? Bei den Spieleinstellungen? Ist alles voreingestellt. Also ich nehme mal an, es gibt jetzt hier irgendwelche KI-Gegner. Das ist so eine Art Szenario. Ich glaube, diese Kriegsspiele sind Szenarien, die man auch im Koop spielen kann. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Start. So, mein erstes Mal Homeworld 3. Ach, und es hat nur irgendwie 9 Minuten gedauert oder so, bis ihr das erste Mal Gameplay seht. Warum schaffe ich das immer nicht schneller? Ah, egal. So, ich habe mir sagen lassen, man kann Pause drücken. Das mache ich nämlich jetzt sofort, weil zack, Pause. Man kann auf... Wieso klappt das nicht? Ah! Man kann nicht Pause drücken? Das ist ja gemein. Gut, also das ist mein Mutterschiff. Es gibt Gegner scheinbar, okay. Dann schauen wir doch jetzt gleich mal. Also es gibt Gegner, es gibt eine Flottenbasis. Und hier sind Ressourcen. Oh, ist das hübsch. Ist das hübsch, das Spiel. Guckt euch das doch mal an. So, dann fliegt unser Dingsi hier auch schon mal hier rüber. So. Die Kollegen hier, die werden jetzt abgeschossen. Kann ich jetzt Pause drücken? Nee, man kann hier offensichtlich in diesem Modus kann man nicht pausieren. Weil das war nämlich eine Sache, die ich vorher gelesen hatte, dass es jetzt so eine taktische Pause gibt und dass man eben das Spiel pausieren kann. Um dann halt besser Befehle geben zu können und so. Aber das scheint ja jetzt doch nicht so einfach zu gehen. So, wir starten jetzt mal damit, mal ein paar Korvetten zu bauen. Achso, erstmal müssen wir sie erforschen. Eine Geschützfregatte brauche ich auch.
So, also irgendwoher kommen jetzt hier vermutlich Gegner, die mich angreifen wollen. So, wir brauchen mehr Abfangjäger und wir brauchen Bomber. Ich baue mal 5 Bomber und 10 Abfangjäger. So. Hier ist übrigens die, mit der Space-Taste kann man wie immer in den vorherigen Spielen auch den großen so Space-Radar-Modus freischalten, beziehungsweise aktivieren, nicht freischalten, das falsche Wort. Wieso fliegt, fliegt da näher ran? Ich weiß, warum ihr da nicht näher ranfliegt, weil ich euch den Befehl nicht gegeben habe, aber trotzdem. Das nervt doch. Macht doch bitte einfach auch mal was von alleine. Muss man denn hier immer alles selber machen? So, du fliegst dahin und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass da, dass der Rohstoffsammler dabei hat, dass diese Schiffe, die hier dranhängen, dass das Rohstoffsammelschiffe sind, die sich darum dann kümmern. Ja, guck mal, die gehen dann, die fliegen dann los und dann können die Rohstoffe sammeln. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo fiese Gegner, die uns Ärger machen wollen? Wir brauchen mal, also die Railgun-Korvette könnte ich jetzt auch noch gebrauchen, ne? Das wird dann mit dem Geld langsam schwierig. A civilian convoy has been attacked and scattered throughout the area. Locate and rescue all civilian vessels. So, die beiden Kollegen hier greifen mich an, aber das sollte ja kein Problem sein. Die waren jetzt ja wirklich gar nicht schwierig zu besiegen mit meinen Bombern. Was ist da unten? Hier sieht es so aus, als wären hier auch noch Gegner. Wollen wir die mal irgendwie angreifen? Würde ich nämlich mal meine Truppen nehmen und mal in die Richtung fliegen. Und dann gucken wir uns das mal an. Wir haben übrigens jetzt auch eine Geschützfregatte. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Und was sind das für Kollegen? Das sind Korvetten. Das heißt, Rohstoffspeicher erschöpft? Das kann doch nicht sein. So schnell? Achso, kann ich irgendwie denen sagen, sie sollen die ganzen Rohstoffe hier abbauen? Macht mal einfach automatisch oder so, das muss doch irgendwie gehen. So. Und jetzt zerstört mal bitte diese Korvetten da, wenn das geht. Könnt ihr mal bitte alle mitmachen? Bitte nicht meine Fregatte zerstören, weil die brauche ich noch. So, das waren ja jetzt nur 3, das müsste ja relativ gut machbar sein. So, dann bitte noch mehr Bomber bauen, weil wir sind offensichtlich, haben wir einen dringenden Bedarf nach Bombern. So, ich belege gerade, ich hatte vorher mal irgendwie in den Einstellungen rumgehühnert und habe eine ganze Menge so Tooltips ausgemacht. Aber ich glaube, sowas wie Produktionstooltips fände ich gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht so genau, Steuergruppentooltip aktivieren, Einheiten-Infomenü, Fähigkeiten-Tooltip. Ich mache jetzt mal die Tooltips doch wieder an. Ich dachte, dann habe ich ein bisschen weniger so Menü-Einblendung, aber das ist schon ganz angenehm, wenn man hier so ein bisschen was wenigstens sieht. So, kann ich jetzt die Kollegen hier irgendwie mal reparieren? So. Gefechtsalarm. Ah, das ist nicht so schön. Irgendwo hier hinten wird gekämpft. Hier ist mein Missionsziel, glaube ich, ne? Einfallspunkt. Was es genau mit diesen Einfallspunkten auf sich hat, weiß ich nicht. Einfallspinsel kenne ich. Wahrscheinlich kann ich von da angreifen oder ich werde von da angegriffen. Wer weiß das schon. So, was kann ich denn hier machen? Ich kann die Bomber tarnen. Das ist natürlich mega geil. Die Korvetten, die haben einen Dreifachschuss. Der ist aber sehr teuer. Die Geschützfregatten, die haben Fusionsprojektile. Das werde ich jetzt mal erforschen. In der Hoffnung, dass das was bringt. So, und ich werde mein Trägerschiff, kann ich das steuern? Dann würde ich das nämlich mal hier
hier hinfliegen. Dass das ein bisschen näher an meinen Ressourcen dran ist, weil dann die muss ja nicht so weit weg sein. Das macht ja gar keinen Sinn, würde ich sagen. So, meine Truppen sehen soweit schon ganz gut aus. Combat Alert. Wenn man jetzt wüsste, von wo hier da die Angriffe sind. Wahrscheinlich ist das alles da hinten. Da werden ja diese Zivilisten jetzt gerade beschossen, die wir irgendwie retten sollen. Was kann man hier erobern? Ermöglicht die Schiffseroberung. Ja, das ist jetzt irgendwie noch nicht so ganz das Richtige. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade noch andere Sorgen irgendwie. So. Ihr fliegt jetzt mal hier rüber und ihr fliegt jetzt mal... Manchmal habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie es soll. So. Fliegt mal dahin. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier für einen feinen Angriff machen können. Jetzt wäre es natürlich total gut. Das kann die Begleitfregatte kann beschädigte Schiffe reparieren. Eine Ionengeschützfregatte. Kostet aber eine ganze Menge. Baut mal lieber noch eine Geschützfregatte. Ich muss mir angewöhnen, dass ich mit der linken Maustaste sage, wo sie hinfliegen sollen. Macht mal eine schöne Klauenformation. So. Die mag ich immer am allerliebsten. Und wie viel Bomber darf ich noch bauen? Ist das hier die maximale Zahl? Wahrscheinlich, ne? Die maximale Zahl an Schiffen, die ich haben darf. So, wo ist jetzt die Fregatte hier? Ist die Fregatte, zweite Geschützfregatte, die kommt mal noch mit hier hin und die beiden Bomber auch noch. So, und dann sammeln wir noch ein paar Ressourcen. Wir holen uns jetzt mal den Ressourcenpunkt da vorne. Ich versuch's zumindest. So. Okay, alles klar. Auf geht's. Ich muss mich noch gewöhnen an die Kamerasteuerung. Die ist ein bisschen sperrig teilweise, aber das kriegen wir alles hin. So, und jetzt fliegen wir mal hier hin und schauen mal, dass wir denen mal so ein bisschen zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und uns die Ressourcen da unter den Nagel reißen. Die kleine Truppe, die stirbt, bevor sie auch nur die Chance hat, irgendwie zu reagieren. Das war das. Damit haben wir nämlich hier schon mal ein bisschen was geschafft. Und haben das hier gesichert. Und dann würde ich nämlich genau mit meiner Rohstofftruppe da nämlich schon mal hinfliegen. Und dann fliegen wir nämlich hier. Hier mal mit unserem Carrier hin. Mal gucken, wie der jetzt hier rummanövriert. Ob er das irgendwie hinkriegt. Wir können dann nämlich doch mal die Ionengeschützfregatte noch erforschen. Die wollte ich nämlich... Das ist sowieso mein Lieblingsschiff bei Homeworld. Also machen wir das jetzt noch. So, die manövrieren hier schön langsam um die Trümmerstücke rum. Und wir fliegen mal hier rüber und gucken mal, dass wir die Angriffskorvetten da auch noch erledigen. So, die kümmern sich hier von alleine darum, hier ein bisschen was abzubauen. Das ist gut. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Mit diesen Einfallspunkten auf sich hat, weiß ich nicht so richtig. Das ist einfach nur Hinweise, wo man von wo man angreifen könnte, oder was ist da die Idee? Hier kann man was bergen. Ist bestimmt ganz toll. Sind das die Zivilisten, die ich retten soll, oder was ist das jetzt genau? Ich weiß es nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Das ist ja nicht so schön jetzt. Holy shit. Holy shit. Was geht denn hier ab?
Okay, mein Rohstoffsammelschiff wird beschossen. Das ist alles nicht so gut. Mein Trägerschiff wird auch hart getroffen. Hatten meine Geschützfregatten nicht irgend so eine super Fusionsprojektil hier irgendwie? Ja. Hoffe, dass sie das jetzt hier schaffen. Okay, das haben wir ganz gut hinbekommen. Jetzt brauchen wir aber nochmal eine Ionengeschützfregatte und wir brauchen nochmal einen Abfangjäger mehr. Wie sieht's mit meinem Rohstoffsammler aus? Der ist jetzt kaputt, ne? Ist natürlich blöd. Oh fuck, da kommen noch mehr. Mein Carrier ist gleich im Arsch. Shit, 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 shit. Boah, was kommen denn jetzt hier an Fregatten, ey? Keine Chance. Keine Chance. Wie soll man das denn schaffen? Okay, wow, krass. Also es gibt dann wirklich den Punkt, ab dem der Gegner sagt, so jetzt machen wir hier keine alten Sachen mehr. Jetzt sterbt ihr. Krass. Ja, schade, wir haben verloren. Ah, tragisch. Mein erster Versuch und ich habe direkt verloren. Das ist traurig, aber ich, wie immer bei Homeworld, weiß man beim zweiten Versuch, wie man es besser macht. Nämlich, dass man irgendwie besser drauf aufpasst, dass dann jetzt plötzlich schnippdiwupps ganz viele Fregatten kommen. Na gut, ich habe das Gefühl, wir haben gemeinsam gesehen, wie dieses Spiel funktioniert. Wir haben zumindest ein bisschen reingeschnuppert in diesen Kriegsspielemodus. Und ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert, auch wenn ich jetzt verloren habe. Aber das heißt ja ehrlich gesagt nichts, wie oft ich bei den Homeworld-Kampagnen-Missionen nochmal gespielt habe, bei Teil 1 und 2. Einfach weil, gerade auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, weil das natürlich doch teilweise bewusst von den Entwicklern als sehr herausfordernd mit einer Tendenz zur Unfairness designt wurde. Aber es macht halt so Spaß. Es sieht so schön aus. Und es ist so ein einzigartiges Spielsystem, in diesem 3D-Weltall rumzufliegen. Und gerade jetzt auch mit den großen Objekten im All, den großen Trümmerstücken und so, an denen man sich mit seinem Cursor entlanghangeln kann, wo man eben die Befehle geben kann, dorthin zu fliegen. Das funktioniert richtig gut, habe ich jetzt das Gefühl gehabt in dieser kurzen Partie. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel davon sehr profitiert. Wenn man jetzt auch noch, wie es ja hoffentlich dann geht, in der Kampagne nachher pausieren kann oder die Zeit verlangsamen kann, um vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben, um Befehle zu geben, ja, was ja den Schwierigkeitsgrad dann nochmal ein Stück weit absenkt, weil man noch taktischer spielen kann und nicht so hektisch ist, dann wird das, glaube ich, ganz fantastisch. Gut, also das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Für die erste Demo hier im Steam Next Festival, das war die wichtigste, alles andere ist nur noch die Kühe sozusagen, das hier war das Wichtigste, das mussten wir uns angucken, es ist schließlich Homeworld 3, die Fortsetzung von einem meiner absoluten Lieblingsspiele und jetzt gucken wir uns noch ein, zwei weitere Demos an die nächsten Tage, mal schauen, was wir da noch so finden. Gut Leute, dann bis zum nächsten Mal bei einer der Demos oder bei einem anderen Spiel. Vielleicht ja dann auch beim Let's Play von Homeworld 3 in ein paar Wochen. Wer weiß, schaltet wieder ein und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Aber das wisst ihr ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.